Ein wunderschönes Hallo und willkommen beim ersten Goldspiel für die Xbox One im Oktober vom 1. bis zum 15. Ja, Violent Hearts, The Great War oder irgend so was. Ich weiß über das Spiel nicht so viel. Ich weiß nur, dass es damals Gronkh irgendwie geletsplayed hat. Und jetzt ist es halt für alle Goldmitglieder auf der One kostenlos. Das spielen wir jetzt um die 10 bis 15 Minuten. Mal anschauen. Das Spiel. Was? Speichert automatisch. Dann schauen wir mal. August 1914. Nach der Ermordung des österreichisch-ungarischen Thronfolgers, Erzherzog Franz Ferdinand, erklärte das Deutsche Reich Russland den Krieg. Aufgrund seiner Bündnisverpflichtungen begann Frankreich, Kriegsvorbereitungen zu treffen. Wenige Stunden nach Ausrufung der Generalmobilmachung wurden die in Frankreich lebenden Deutschen aufgefordert, das Land zu verlassen. Karl war einer von ihnen. Wenige Tage nach Karls Abschiebung forderte der Krieg einen weiteren Tribut und trennte Marie von ihrem Vater Emil. Schweren Herzens verließ Emil seinen Hof, um sich in Sermiel zu den Waffen zu melden. So wie Millionen anderer hatte er nicht die geringste Ahnung, welches Schicksal ihn erwartete. Ah, jetzt können wir uns bewegen. Also das Spiel hat wirklich sehr viel Atmosphäre, finde ich. Die ersten Szenen fand ich schon schön. Mal gucken, was die Figur noch kann. Okay, Y, da kann man diese Fakten nochmal durchlesen. Wirklich geil, finde ich. So ein bisschen kriegsmäßig alles. Spielt ja vor 45 alles. Ein ganzes Stück vor 45. Okay. Was sagst du? Du bist so leise. Okay, wir sind in Frankreich und wir müssen uns jetzt für die Armee verpflichten. So sieht es auch zumindest aus. Ach, da schreit er schon wieder. Ich laufe durch die Tür und habe keine Klamotten mehr. Saugeil. Okay. Ah ja. Aha. Oh. Man kann wirklich im Moment nur laufen. Alles andere geht nicht. Ah, okay. Jetzt kann ich auch ein bisschen sprinten. Ah, schon wieder falsch gedrückt. Das ist jetzt der Übungsplatz. Okay. Oh Mann.
Das Spiel ist wirklich sehr, sehr, sehr schön. Für kostenlos absolut prima. Was ist das jetzt? Granaten werfen? Achso. Gedrückt halten, okay. Geben wir ihm einen Granatenkopfschuss. Oder auch nicht. Hey. Bum bum. Okay. Ich nehme noch welche mit. Lol, wie ein Helm gefunden. Okay. Deutscher Helm. Na denn. Ach, über Hindernisse werfen? Das kann ich. Oder auch nicht. So, jetzt aber. Flupp. Das läuft doch prima, prima, prima. Gulumu, chui, dui, irgendwas, keine Ahnung, ich kann kein Französisch. Oh, Fahne hissen. Okay, ich hisse nicht die Fahne, ich laufe einfach weiter. Oder doch? Ich drücke A. A gedrückt halten und dann kurbeln. Republik Frankreich, okay. Meine liebe Marie, Erfolg. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Paris. Allseits herrscht eine seltsame Euphorie. Ich hoffe, die Ernte verläuft gut. Scheue dich nicht, unsere Nachbarn um Hilfe zu bitten. Es sind großmütige Leute. Ich schreibe dir bald. Bitte küsse meinen kleinen Enkel von mir. Auf der Suche nach seinem Regiment traf Emil an Bahnsteig 21 des Pariser Bahnhofs auf den Mann, an dessen Seite er bald kämpfen würde. Auf den Mann, der ihm Kamerad und Freund werden sollte. Ja, dieses Spiel ist wirklich sehr, sehr schön, wie ich finde. Und wer es noch nicht hat, ladet euch das runter. Es ist wirklich sehr interessant und komplett auf Deutsch mit einem schönen Erzähler. Wirklich, wirklich gut. Haut ab hier, komm euch Franzosen, die Ärger machen. Muss ich da lang oder da lang? Er hält mir die Hand vor dem Gesicht. Soll ich mal reinbeißen? Eihol. Ich hab ihn. Eihol. Ist das eine leere Flasche? Hm. Was soll ich denn machen? Ah. Es gibt auf jeden Fall Rätselkram. Ich werf einfach mal die Kunden an. Es geht nicht. Ah. Der Schaffner da oben, der muss dieses Ding drücken. Okay. Eine Trillerpfeife. Eine Bahnhofvorsteherpfeife. Kann ich die... Kann ich die benutzen? Upsala. Okay. Ich drücke immer falsch. Man kann die Flaschen sogar zerhauen. Man soll nicht trinken. Frisst du da Baguette? La Baguette. Hm.
Ich verstehe es noch nicht ganz. Hey, sieh doch. Ob ich... Am Kopf! Nee. Das geht nicht. Hallo, Sie. Alkohol? Achso. Er will das hier. Das hier wird Rotwein sein und das Weißwein, denke ich mal. Er hat den Weg frei gemacht. La Baguette. Was gibt's denn hier noch? Was ist das? Ah. Er will Musik hören. Ah, in einer bestimmten Reihenfolge. Ah. Guck mal, einer, guck. Kann man auch da lang? Jawohl. Dann geh ich doch erstmal da gucken. Und es gibt da was. Ob ich es nicht gewusst habe, hätte. Oder habe. So. Jetzt gehen wir zum Schaffner und erschrecken ihn. Zu Tode. Schön, keiner da. Tut! Natürlich ist die Leiter jetzt da. Hey, man. Ein Ami ist er. August 1914. Emils Regiment wurde gegen die deutsche 71. Division unter Baron von Dorf ins Feld geschickt. Die anfängliche Begeisterung wich nach den ersten Kämpfen einem Gefühl der Angst. So, ich bin jetzt der Fahnenträger und ich will eigentlich gar nicht so weit machen. Wir haben einen schönen kleinen Eindruck gekriegt, also es spielt im Kriegs... Ich weiß ja nicht, welchen Krieg. Erster, zweiter, keine Ahnung. Da ich jetzt nicht aufgepasst. Auf jeden Fall sind wir jetzt auf dem Weg nach Deutschland. Und... Ja. Ein sehr, sehr, sehr schönes Spiel. So Comic 2D Draufsicht, so. Seitlich. Mit Rätseleinlagen. Und ja, wer es nicht hat, holt's euch. Wer weiß, wie viel das kostet nach diesem kostenlosen Event wieder. Bestimmt 14, 15 Euro. Oder auch mehr. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ein sehr schönes Teil. Oh. Es war soweit. Okay, dann sag mal, wir sehen uns beim nächsten Goldspiel und ich trage die Flagge hier. Und dann sag mal, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.